Ach so, wir sind erst aus dem Wald rausgegangen, um dann rüber zu laufen. Okay. Ich wollte sagen, wie laufen wir denn jetzt nach Westernholz? Aber. So, 300 Crowns, Mushrooms und wir haben keine Disappearing Villagers mehr. Ja, solange es nur fast, das habe ich mir auch so gedacht. So, well supplied. Leider kostet es auch 10% mehr. Wir hätten vielleicht warten sollen mit dem Holz kaufen, bis die Disappearing Villagers wieder weg sind. Sie kaufen auch für 10% mehr, was aber nur 13 ist, was irgendwie nichts ist. Scheiße. Ja, gut. Habt ihr Ruinen? Ne, ihr habt einfach nur noch Holz. Noch mehr Holz. Ne. Keine Ruinen. Keine Ruinen. Hier sind noch Ruinen. Also müssen wir wieder nach Bergau runter. Ja, hoffen wir mal, dass wir in Filzmoos noch vielleicht eine Mission kriegen, die uns weiter nach unten führt. 25 ist echt viel. 25 Trading Goods hin und her schieben. Muss mal so festhalten. Das ist echt nicht so wenig. Was ist denn hier in Filzmoos los? Okay, hier gibt es auf jeden Fall alles. Disappearing Villagers, Terrified Villagers, hier ist Polen offen. Die wird auch für 9% nur gekauft. Also die Schilder sind genau 100 wert, ne? Deswegen ist das direkt eine Prozentangabe. Okay, das ist ja terrible. Selling Items 25% mehr und kaufen 25% less. Und hier genau das gleiche nochmal. Das stackt ja übel hoch und der muss ihm gar keine Rekruten mehr. Okay. Take a deep breath, you'll be paid, contract is done. Accept your offer, hand down, Webknecht in the woods, das ist das, was wir gerade gemacht haben, nur wahrscheinlich mehr Webknecht. Und das ist, ja, nochmal 650, secure Cemetery of the Elder. Ich glaube, ich nehme erstmal die Webknecht. Hunter und Webknecht in the Woods around Filzmoos. Ich sehe nur das Problem mit den Woods so ein bisschen. Ah, hier, da sind die Spuren. Die Woods. Also, die Wegbeschreibungen sind schon. Okay, das ist dann hier unten drin, oder was? Wahrscheinlich, die Woods. Ja. Gibt ja nicht so viele Varianten, wo sie hin können. Sag mal so. So, wir haben 8. Ich glaube, gerade eben hat man weniger, aber 6, ne? Wir sind halt wieder umstellt. Das ist leider immer so, wenn du im Wald die Spinnen angehst. Dass unser Fernkämpfer jetzt direkt. Boah. Das ist schlecht. Sieben waren es vorher. Okay. So, also wir haben jetzt das Problem. Wir können einmal schießen. Und dann müssen wir halt die Waffe wechseln. So. Ich kann halt dort nicht mehr angreifen, wenn ich bis dahin gehe. Puh, das ist ja ekelhaft. Aber ich will trotzdem, glaube ich, nee, der soll bis dahin gehen eigentlich. Dann musst du erstmal kurz abwarten. Du sollst hier hingehen und. Ah, schade. Geh hier drauf. Geh hier hin. Könnte auch dahin gehen, aber dann gehe ich 3 alleine. Ich finde hier die Engstelle eigentlich schon, wo nur maximal 2 stehen können, schon ganz gut. Ich müsste aber dem eigentlich switchen mit meinem Fernkämpfer, das ist so das Problem. Und das kriege ich, glaube ich, gerade nicht hin. Das kriege ich, glaube ich, gerade nicht hin. Weil ich bin hier in Zone of Attack. Wenn ich hier rauskomme, boah. Weiß nicht genau, wie viel Chance die haben, mich zu treffen. Ich habe gar nicht so wenig, leider. Moment, du bist eigentlich versteckt, ne? Bist hidden, aber ich glaube, der sieht dich, weil er direkt daneben steht. 236er gehittet. Ist auch eine Option. Ist auch eine Option, die ich mir gefallen lasse. Der spinnt ein, dann kommt noch einer ran und haut wahrscheinlich zu. Ja, hat aber nicht getroffen, sehr gut. Und der geht irgendwie oben rum.
Ah, das sieht eigentlich ganz okayisch aus gerade. Aha. Aha. Haha. Geil. So, 69. Jawohl, fast tot. Sehe ich. Das sehe ich uns doch. Muss dich da unten töten. Schade. Wir wollen dich weghaben. Danke. Ah, 72er nicht gehittet. Oh, dammit! Du kannst einfach weiter, wo Shield wurde, kannst nämlich dreimal attacken. Nur zweimal. Aua! Also eingesponnen sein, dann machen die eklige Attacken. Das ist echt bitter, weil dann bist du vergiftet. Aha! Okay, und die läuft weg, die hat keinen Bock mehr. Die wurde viermal gepiekst beim Ransteppen. Ich hau ab, ich hab keine. Ne, das mache ich nicht. So, komm schon. Jawohl. Kannst du zumindest mal einen Step hier rausgehen? Kannst du noch wechseln? Nee, ne? Brauchst du vier. Dafür brauchst du vier. Oh, du bist schon mal bei mich mal. Ja. Bist in dreien drin, das ist wichtiger. Du bist in zweien drin, aber ja. Befreien uns gegenseitig, das ist glaube ich höhere Erfolgschancen, oder? Wenn man sich gegenseitig befreit, wenn ich mich richtig erinnere. Aha, da kommt noch einer angelaufen hier. Step, step, motherfucker. Oh, schade. Das ist eine dickere Spinne, sehe ich gerade. Die ist fetter. Ich hab schon einfach mehr HP. Also die sieht anders aus auf jeden Fall. Weg mit dir. Nice. So. Und nachladen. Und dann war es das schon, was wir machen können. Bei ihnen mal, danke. Ja, endlich. Endlich ein guter Hit. Tja. Kann doch hier unten rumlaufen. So, dann haben wir die weg. Das ist nur noch eine da oben. Der ist halt vergiftet, das ist ein bisschen blöd. Du hast fast keine Ausdauer mehr, ne? Durch das Ganze. Das ist nicht optimal. Und das jetzt? Ich glaube, es hackt. Übrigens immer noch 7. So, da haben wir die Mutterspinne, glaube ich, gekillt. Würde ich ja mal sagen. Schade. Hier hinter hoch kommen wir nicht. Von unten kommt anscheinend nichts mehr. Ach, das ist doch doof. Das ist doch richtig doof jetzt. So, nächste down. Kopftreffer. 25% Damage extra, glaube ich. So, dich können wir einfach abstechen. Dann machen wir das so. Und du hast überhaupt keine Ausdauer mehr für irgendwas. Das ist nicht optimal. Aua. Hört auf, Ricky zu töten. Please. Der steht ja nicht direkt dran. Nein, ich habe Ricky getötet. Ach, scheiße. Das war super dumm, die Aktion einfach nur. Weil jetzt kriegt er einen Gift-Tick und stirbt. Ricky the Nose is struck down. Das könnte sein, dass das echt ein Problem sein wird. Wenn der jetzt eine böse Verletzung kriegt, dann haben wir wieder einen quasi verloren. Und die rennen irgendwie wieder weg. Da sind geschlüpfte Eier. Scheiße, ey. Der hätte es locker überlebt, wenn ich ihn nicht angeschossen hätte. Ich Vollidiot. Oh Mann. Hat er gekriegt.
Minus 40% Fatigue. Das ist sehr, sehr scheiße. Das ist sehr, sehr scheiße. Damit ist Ricky eventuell nahezu nutzlos geworden. Der kann ja nur noch dastehen und Hits tanken damit. Uff. Lunge gestorben. Scheiße. Ah, Ricky. Ricky ist einer unserer Companions eigentlich. Ich meine, er ist nicht sonderlich gut. Aber er hat jetzt nur noch 37 Fatigue. Was hat er so an Perks bis jetzt gehabt? Eigentlich muss man ihm jetzt Dodge geben und einen Nimble Tank, weil sonst hat er ein übelstes Fatigue-Problem. Also ihm kann man eigentlich keine schwere Rüstung mehr geben. Der müsste hier bis unten auf Nimble kommen. Also der bräuchte doch zwei Level vorher. Ist das echt, echt schwierig mit dem, mit der Verletzung. Irgendwas zu machen. Scheiße. Das ist scheiße. Und einen Dreier nehme ich gerne mit. Hier noch ein Defense. Und das sehe ich mich schon. Perks. Was hat man ihm denn gegeben? Ja, den Backstabber. Ja doch, wenn wir ihn als Backliner umbauen wollen und ihn dann den Tank-Part übernehmen lassen wollen, eine Frontline, dann ist das schon ziemlich nice. Weil du halt immer reinpiekst von hinten und einen größeren Hit-Bonus kriegst. Ja, vor allen Dingen, weil er halt nicht ganz so einen krassen Melee-Skill hat, der Jean. Würde ich sagen. Xeli gibt es übrigens auch schon im zweiten Mal, ne? Dich gibt es auch schon zweimal. Ich habe ihm selber in den Rücken geschossen, sonst wäre das alles easy gewesen. Komm ich nicht drüber weg. Oh Mann. So eine Kacke, ey. Unlock Perk, ja. Also das ist halt, wenn der Gegner umstellt ist, hat man normalerweise pro Verbündeten, der in der Nähe steht, 5% extra Hitchance. Da kann man 10% extra Hitchance. Ja. Ich frage mich, ob ich jetzt schon an den Punkt bin, wo wir einfach tauschen. Mit dem Backstabber Perk. Oh ne, ich habe ihm aber die Polearm Mastery gegeben. Das heißt, wir müssen ihn auf jeden Fall an den Polearm behalten. Ugh. Hätte es doch nicht machen dürfen, die Polearm Mastery geben. Also wir brauchen wahrscheinlich mindestens einen Frontliner noch mehr, wenn wir Jean auch in die Backline nehmen. Recover und Polearm Mastery ist übelster Bullshit. Das ist übelster Bullshit. Weil ich habe nie ein Fatigue-Problem bei dem Typen. Gut, der hat auch jede Menge Fatigue, aber ich habe nie ein Fatigue-Problem. Also ich habe immer so 20 Fatigue oder so. Ich habe fast keine Reduzierung. Keine Ausdauerreduzierung. Da brauche ich den Skill eigentlich nicht. Schade. Also wir brauchen wieder neue Dudes. Wir brauchen wieder neue Dudes. Kriegen noch ein bisschen Stuff extra oben drauf. Ja. Und hier wäre halt jetzt Cemetery of the Elder. Da sehe ich uns irgendwie gar nicht, glaube ich gerade. Hier können wir auch wieder nicht gut verkaufen. Ich spandiere mal eine Runde, damit die Leute gut bleiben. Fletcher, den hier haben wir schon. Den haben wir sogar für deutlich weniger gekauft. Hier gibt es halt den Heavy Crossbow. Medium is an effect against heavily armored targets. Require almost a full turn to reload. Den hätte ich so gerne. Weil der knallt dann richtig gegen Rüstungen. So. Dann gehe ich mal in Richtung Gelbstadt. Brauchen wieder mehr Tools. Die haben jetzt zuletzt in Sandstadt gekauft, die Tools. Das war eigentlich ganz okay. Hätten wir doch oben mitnehmen müssen, da für 190.
Hätten wir doch oben für 190 mitnehmen sollen. So, Marketplace. 500, es wird immer teurer, die Scheiße. Weil ihr habt ein bisschen Trade Routes deswegen. Tempel, Pierce Chest. Minus, nochmal minus Maximum Fatigue. Oh. Schwierig. Ich würde ja sagen, Ricky, irgendwie ist erstmal die Reserve. Aber das ist doch der extra Damage gegen Kopf hat. Ach Mann. So, haben wir jemanden, den wir mitnehmen wollen? Ein Anatomist wäre, glaube ich, geil. Tryout. 58, 51. Was hat er hier? Nightblind. Faint, hard, minus Resolve. Da habe ich schon bessere Varianten gesehen, sagen wir mal so. Sind wir mal ehrlich. Militia. Dass der halt. Der hatte 58 von 64, aber der wächst damit nicht gut. Dafür hat er. Der Wert. Mit 50 ist er gar nicht so ein schlechter Rangy tatsächlich. Aber da hätten wir halt noch einen Backliner. Ich will eigentlich jetzt nicht noch einen Backliner haben. Das sind viel zu viele. Sonst muss er halt immer Shit werfen. Das ist die Alternative. Dann kriegt er Wurfwaffen. Können auch den tryouten. Hubert. Licia. Accustomed to Combat. Solche Accustomed to Combat? Den bist du nicht. Ach, schade, ey. Er hat halt. Kriegt ein bisschen Melee Defense. Aber HP ist nur so mittelprächtig. Hier ist nur so mittelprächtig. Er hat sogar Low Roll of Fatigue. Nee. Irgendwie nicht. So, was habt ihr hier? 3.100. Okay. Drive of Brigands at Anden Forest, northeast of Gelbstadt. Oder ein Paket überbringen, 560. In Hakim al-Ramal. Im Süden. Hakim al-Ramal ist halt hier. Da muss ich halt so rum alles dümpeln. Das wollte ich eigentlich nicht. Vor allem, weil es hier keine Rebuilding-Efforts gibt. Da gibt es keine Ruinen. Nee. Wir laufen einfach weiter. Ich sehe jetzt nicht, dass das irgendwie richtig geil wäre, was wir da hatten. Nee. So, Sandstadt. Servus. So, ihr habt immer noch Filzmoos to the North. Okay. Hier, Rebuilding Effort. Perfekt. Ah, geil. Yes. Kauft mein Shit. 19. Yes, let's go. Raus mit dem ganzen Kram, den wir nicht brauchen hier. Moment, da brauche ich was. Das hier brauche ich nicht. Ja, Schwerter brauche ich auch nicht. Ich eher auch nicht. Cleaver One-Hand. Der erzeugt halt Blutungen mit seinen Skills häufig. Ich habe noch einen schlechteren Cleaver auf jeden Fall. Ich brauche auch nicht. Diese Sachen brauchen wir alles auch nicht. Ich das auch nicht. So. So. Bei den Sachen bin ich mir unsicher. Ob ich die behalten will oder nicht. Poison Gland. Acidic Saliva. Also ätzende Spucke. Haben wir. Das ist irritierend, sage ich mal. To say the least. Ja, sonst. Was haben wir hier noch für einen Auftrag? Irgendwas überbringen. 430, das ist also gar nicht so weit. About a day to the northwest. Was? In Dammwald. Dammwald? Ist da drüben. Ah, das war da, wo es Holz gab. Lumber Camp. Wäre, glaube ich, jetzt gar nicht so dumm. Können wir nämlich da hingehen, wieder Holz holen und das in Zweifel wieder hierhin zurückbringen. Ja, warum nicht? So, habt ihr hier noch jemanden, den wir mitnehmen wollen? Ein Flüchtling.
Lack the con... Offended by violence. Ja, nee, das wird schwierig. Offend... Oh, und Eunur ist auch offended by violence, das sehe ich ja jetzt erst. Ja, das ist irgendwie Quatsch. Wir brauchen doch nicht in einer Söldnertruppe jemanden, der kein... Der Flagellant ist auch offended by... Alter, what? Was ist denn wrong with you? Offended... Ja. Hier gibt es ja nur Leute, die offended by violence sind. Das ist ja übelter Quatsch. Probieren dich mal aus. Ja, doch, da sehe ich Potenzial. Average mit einem Stern. Ganz guter Roll in HP, in Fatigue. Resolve Max Draw mit einem Stern. Initiative ist okay. Range Defense, Melee Defense. Ja, doch, dich würde ich gern mitnehmen. Weil. Er kriegt nämlich 10% mehr XP. Und das ist eigentlich schon ganz gut. So, jetzt geben wir dir das schon mal. Dann geben wir dir wahrscheinlich einfach mal ein Schwertchen. Schwertchen. Schild. Und was auf den Korb. Ja, auf den Korb. Du kriegst einen billigen Dagger noch hinten dran. RIP. Die Leute, die einen guten Melee-Skill haben, zuerst mit einem guten Dagger ausstatten. Oh. Da werden wir noch einen guten Dagger. Du hast gar keinen guten Melee-Skill. Warum hast du denn einen guten Dagger? Achso, weil du den häufiger mal benutzen musst. Hm. Ist okay. So, dann füllst du mal kurz die Lücke auf, die Ricky hier hinterlassen hat, während der noch völlig lädiert ist. Ja. Frage ist, wer ist das jetzt? Das könnte Felix sein. Komm. Mein bester Kumpel Felix ist jetzt joined the Brotherhood. So. Die haben immer hier erstmal plus joined the Mercenary Company. Hate for the Undead. Er hat gar keinen Trade bekommen. Schade. Aber er kriegt ja 10% mehr XP. Was schon ganz okay ist. 51 ist noch ein Problem, aber da hoffe ich, dass wir das korrigieren können. So, und der Rest hier ist eine absolute Katastrophe, die Leute. So, wir wollen jetzt nach Dammwald. Na dann, let's go. Ich frage, ob ich hier einfach mitten durchlaufe oder ob ich über Himmelsdorf außen rumlaufe. Und ich würde, glaube ich, nochmal kurz... Moment, Essen brauche ich. Nicht mehr so viel. Marketplace. Wie ist das Essen hier gerade im Preis? So, oh, nicht so billig. Nicht so billig. Ja. Ich würde gerne mal gucken, ob hier unten noch Salz ist, das ich gerne mitnehmen wollen würde. Ob die ihr Salzvorrat wieder aufgeladen haben. Oh, nee, die Salzmine liegt in Ruinen. Deswegen gibt es kein Salz mehr. Kann das sein? Doch, gibt noch Salz. Für 308. Ja, let's go. Das Ding ist 340 wert. Gib mir für 308 Salz. Junge. Her mit der Kohle. Geil. Und Weapon und Supplies nehmen wir auch nochmal direkt mit für 180. Das sonst 200 kostet hier. Wirft 200, haben wir 180 für bezahlt. Hat ihr vielleicht noch jemanden, den wir hier mitnehmen wollen? Ein Thief. Good Thief will have quick reflexes and ability to evade any... Captors. Aber er hat keine guten Skills. Der hat Defense halt ein bisschen. Also 5 bis 13 ist schon ganz nett für Base Defense. Aber treffen tut er selten. Das wäre also jemand, dem man einen Speer geben müsste, damit er überhaupt was trifft. Weil der Speer macht 20% extra Treffchance. Ein Poacher. Poacher war nicht mal gute Rangies. Glaube ich. 50 bis 60 ist, glaube ich, normale HP-Range. 60 bis 70 im Miner. Also, eigentlich sehe ich beim Miner schon dieses Potenzial noch irgendwie. Aber ich würde den mal tryouten. 10 und ein Stern. Und Max Roll Attack. Dafür Low Roll in HP. Und Low Roll in Fatigue. Aber Initiative wieder ultra hoch. Da sehe ich eigentlich einen Nimble Tank. Nur, dass er die HP halt ein bisschen low hat.
Und plus minus resolve randomly. Ach doch, komm. Nehmen wir mal mit. Thorsten the Snake. Nee, Snakes. Wir haben hier keine Snakes. Wer haben hier keine Snakes? Wer ist das denn jetzt? Wen haben wir denn noch nicht? Ja, kann meinen Spielleiter noch mit reinnehmen hier, Rotfeder. Natürlich nur unter seinem Pseudonym, ja. Aber ist mit drin. So, ein Sperle haben wir noch. Hier haben wir noch das. Was auf dem Korb? Minus 9, minus 7. So. Jetzt könnten wir theoretisch Jorn als Backliner mitnehmen. Also das hier wechseln sozusagen, das Duo. So, so. Du kriegst das, das Hookblade, und du kriegst das dafür. Deswegen kriegst du. Oh, du hast mehr Defense, du kriegst das gute Schild. Und du kriegst zumindest ein schwarzes, da fällt es nicht ganz so auf in der Reihe. So, wir sollten vielleicht auch die Schilde hier, ne? Das ist ja hier wichtig. Aussehen und so. Also wir haben jetzt. Moment, warum hat denn. Nein, Moment, warum hat denn Xilien nicht das Kompanieschild, was ich glaube sagt? So, die neuen Dudes kriegen die komischen Schilder, damit ich direkt weiß, wer wichtig ist. Okay, ja. So, das ist so ein bisschen, du bist noch am Heilen. Du hast halt keine Fatigue, basically. Ja. So. Sind wir jetzt aufgestellt, schön. Jetzt den einen Neuling habe ich in die Mitte genommen, ne? An den Rand müssen schon die mit einer hohen Defense. Also generell die ganz gute Defense haben. 24, 25. Unten sind direkt zwei Speere. Ili, bist du vielleicht hoch. Du hast eine ganz okay Defense. Und du hast einen Speer. Du kannst dann die Seiten wirklich ganz gut sichern, dass sie da nicht ranmoven einfach so. Ja. Da sehe ich uns doch so. War hier gut verkaufen? Aber okay, verkaufen. Gut, dann nehmen wir hier den kleinen Kram nicht mit. So. Und jetzt gehen wir da in die Richtung. Gehen wahrscheinlich erstmal nach Gelbstadt. Gucken, ob da Salz vielleicht schon was bringt. Einfach an Gewinn. Einfach mal schauen. Oh. Wir kommen bei Nacht an. Das ist schlecht. Das ist schlecht, dann ist der Markt nämlich zu. Blöd. Und hier hoch zu gehen ist Quatsch, weil wir hier nicht durch die Berge kommen. Ja, dann ab nach Dammwald so schnell wie möglich. Essen haben wir. 3 Tage. Fleiß, Medical Stuff haben wir auch. Dauert halt eine ganze Weile, bis wir durch Jundland durch sind. Das sind halt riesige Ebenen. Wenn wir irgendwas treffen hier in dem Gebiet. Aber ich glaube, hier ist einfach nichts in der Mitte. Zwischen den ganzen Siedlungen ist einfach gar nichts. Das stelle ich mir schon krass vor, wo es einfach viel weniger Menschen gab, wo du wirklich einfach Landstriche hattest, wo nichts ist. Du kannst ja einfach, wenn dich da hinstellst und ein Haus baust, dich findet keiner. Du musst nur für dich sorgen können. Das ist so die einzige Bedingung dafür. 178. Ja, das will das Holz halt sowieso wieder kaufen, ne? Geht es ja nur um die Masse mehr oder weniger jetzt gerade. 8 Tage, Roots and Berries. Oh, gib her. Gib her. Was? Du willst VR spielen? What? Seit wann hast du eine VR? Hast du das irgendwie verpasst? Ich will auch VR spielen. Nimm mich mit, Xeli. Nee, eigentlich nicht. Ich will irgendwie alles spielen gerade. Ich glaube, ich gönne mir hier noch eins. Aber viel Spaß natürlich. Viel Spaß. So, wir haben mal wieder Holz. Taxidermist. Poisoned Oil. 150. Flask of Oil laced with concentrated Webknecht Poison can be used to coat your weapons and arrow tips. Okay. Wardog Armor.
White, Green and Yellow Paint. Nee. Also Poison Oil wäre interessant. Ist aber gar nicht so viel wert. Leute, wenn ich genug Geld hätte. War mein Geburtstag und Weihnachtsgeschenk krass. Das für dich selber oder von jemand anderen? Das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Da wünsche ich dir viel Spaß. Glaube ich. Das ist glaube ich, ganz fetzig. Braucht ihr nicht Tryout, weil ich habe das Geld eh nicht den Sinn von mitzunehmen. Von daher... 800. Okay. Defend Dumbbell and its outskirt from raiding parties. 800 ist eigentlich okay, glaube ich. Und Raider sind meistens auch okayisch zu besiegen. Pico 4 selbst, okay. Moment mal. Pico 4 VR. Kenne ich die schon? Die sagt mir nämlich gerade gar nichts. Pico 4 All-in-One VR-Headset? Achso, das ist schon, die haben Werbung gemacht. Ja, du brauchst schon noch einen Rechner dafür, weil es steht All-in-One. Das Ding berechnet aber nicht die... Overview... Nee. Pico 4 Enterprise, Pico 4 Neon Link... Nee, Pico 3 Neon Link, Pico 3 Neo Pro... Okay, ich komme immer nur auf so ein Video. Hier, ich will zu den Specs. Gib mir mal, was hat denn das hier so? Da ist wirklich ein Prozessor drin. Da ist ein Qualcomm-Prozessor drin. Schreibt ja auch gerade mit der. Storage. Okay, das ist ein kompletter Computer. Ist das richtig? Irgendwie, da ist keine Grafikkarte drin, aber das ist ein Qualcomm-Prozessor drin, der wahrscheinlich einfach nur die Signale vom Rechner verarbeitet. Aber das, warum ist denn da Storage dabei? Warum ist denn da 8 GB plus 128 GB Storage dabei? Ah, es geht auch per Standalone, deswegen, okay. Kannst du irgendwie einen VR-Film draufpacken auf den Storage oder sowas zum Angucken? Aha. Okay. Wie viel kostet so ein Ding? Geh mal hier auf. Ich bin jetzt auf der offiziellen Webseite. Ich nehme den ersten Vorschlag, was die hier vor, wo die hier hinlinken. Okay. Ich habe dann wirklich, wobei die Index kostet, die Valve Index kostet immer noch das Doppelte von dem. Fast zumindest. Ja, ich würde das jetzt annehmen hier. Wir verteidigen hier mal. Let's go. So, and the outskirts. It appears the local militia have joined the battle, a ragtag group of men, but they'll be useful nonetheless. Now question is, where to send them? You'll be under my command, fall in line, go and defend the town hall of Dunbar, go and defend the outskirts of Dunbar, go hide somewhere and stay out of your way. Town hall, the outskirts, the town hall, hätte ich gerne. With every battle your Salesforce fight, the renown of your company grows. As this fame rises, more people and not just Salesforce will be looking. Okay, das habe ich glaube ich schon. Retinue hatte ich mir schon angeguckt hier, Moment. Retinue war das hier. Achso, wir haben noch einen zweiten bekommen, ja, da habe ich das Geld nicht für. Ja. Okay, sind in Zeit. Oh, wo denn? Da sind sie. Brigands! Attack! Engage! Oh, das ist bei Nacht natürlich jetzt ein Problem. Kommt mal ran, ihr Brigands. Mich will ich eigentlich hier hinten hin, ne? Schon ganz sexy auf der Erhöhung. Machen wir hier ranged. Rangy Dudes.
So. Ja, wenn ihr nicht rankommt, dann verstecken wir uns. Ah! Oh, ihr habt Fernkämpfer. Das ist natürlich schlecht für uns. Moment. Fernkämpfer, Fernkämpfer und einen Zweier-Range-Dudes. Wir hätten aggressiver spielen sollen. Ich bin ein Vollidiot. Wir warten nochmal ab. Wir können da nicht angreifen. Wir warten nochmal ab. Wir warten ab, weil unsere vordere Front soll sich erstmal bewegen. Wir kommen bis da ran. Werde ich wahrscheinlich müssen, weil der kann auch einen sich bewegen und dann hier sowieso hin attacken. Wenn er sich zwei bewegt, kann er nicht attacken, aber dann kann ich auch nicht laufen, also. Dann sind wir in einer Pattsituation. Von daher, ich muss da ran. Aber direkt mal zu zweit hier. Und wir unterstützen, I guess. Und das war, glaube ich, einer von den Nexili, hat schon ein bisschen Level. Sehr gut, sehr gut. Du bist Schmidt auf dem Wake. Sehr gut. Ich muss die Deckung suchen von meinen Leuten mit Schild. Hier geblieben. Au. Actually, gehittet die Sau. Ich meine, wenn die Fernkämpfer sind, ist eigentlich okay, weil die sind dann genauso scheiße wie meine Fernkämpfer. Weil es ja Nacht. Er war zuerst dran. Oh oh. Dann wir den mal. Ja, Rotfeld hat schon mal in 72er-Hit schon mal ziemlich viel richtig gemacht. Du musst hier den jagen. 82er, Impale him! Fall him! Ach, come on. Das ist jetzt schlecht. Dann witzigerweise einen Schritt rausgehen. Triff doch sein Body, du Vogel! Oh, das ist jetzt schlecht. Jetzt hat mich ein Schild weniger. Hätte vielleicht lieber den hier unten stunnen sollen, ehrlich gesagt. Mit seiner Riesenaxt. Komm schon. Jawohl, da ist Nummer 1 tot. Kann da reingehen und dann kann ich den noch attacken oder den hier. 69, 69. Der ist schon angeschlagen. Jawohl. So, Rotfeder. Beteiligst dich da. So, und du gehst mal den hier. Ein Überbraten, Felix. Jawohl, das sieht doch gut aus, so. Stun him, jawohl, danke. Eine Zweihand-Axt brauche ich nicht, die mir in den Rücken piekt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, so. Slap. Also Ben, du triffst auch nachts ziemlich gut, muss ich auch mal sagen. Nachtblind bist du auf jeden Fall nicht. Tja. Du musst jetzt zwei Schritte machen und damit kannst du nicht mehr attacken. Von daher ist es auch wurscht, dann kannst du auch mehr laufen. Der läuft. Der hat keinen Bock mehr. Der hat keinen Bock mehr. Felix hat seinen ersten Kill. Nice. X, Motherfuckers. Okay. Ja, Ben hat einen
einen Stich in den Armmuskel bekommen. Noch eine 90er Rüstung, noch ein paar 100er Helme. Noch einen schönen Two-Range Spear. Ah, danke. Back in Town. Ah, das war nur ein Kampf. Das ist ja natürlich ganz nett. Wenn ich nicht wieder bin. Ja. 800 Kronen. Mua. Dankeschön. Ich würde mal kurz campen. Bis es Tag wird. Weil für 200 gibt es hier auch Holz. Okay, das ist eigentlich auch geil. Wie viel kauft ihr so? Ich glaube, dich wollen wir reparieren. Dich wollen wir Tins ja auch reparieren. Ihr seid nur 350 wert, das ist nicht ganz so wichtig. Ist auch ein 105er Helm, by the way. Ist ein 140er Helm. Du hast noch einen 100er Helm, ne? Dann soll ein 105er Helm kriegen, Xan. Die anderen heilen noch. Moment, wir haben aber jetzt auch wieder bessere Dolche. Hier ist wieder ein guter Dolch dabei. Dolch. Und bei den Rot fehlt noch gar kein Dolch. Zumindest mal den Dolch. Ja, wird getauscht. Ja. So, und wir brauchen eigentlich... Es gibt hier... Doch, hier gibt es wieder was. Das hätte ich ganz gern noch. Weil wir haben noch ein paar Leute, die tendenziell ausbluten oder sich verbluten können. Dann hätten wir ein Gegengift gehabt, hätten wir ja auch Dingens retten können. Jetzt machen wir noch ein paar davon. Hehe. Ups. Zack. So. Fast Level 6. Fast Level 6. So. Hier haben wir noch einen Auftrag. Let's Talk Money. 350. Drive of Brigands. Nee, ich will jetzt eigentlich keine Brigands. What? So ist gar keine Stadt. So ist hier. Nö, nee, hier ist keine Ruin. Ja, ich geht's eigentlich allen zu gut, ne? Ich geht's allen zu gut. Dann wollen wir nach Gelbstadt zurück, würde ich sagen. Oh. Hallo, Brigands. Das ist jetzt nicht unser Problem, ja? Geh weg, Brigand. Mr. Brigand, gehen Sie weg. What? Moment, da würde ich gerne mitmachen. Bin ich da schnell genug? Engage! Free XP mitnehmen. Weil die kämpfen ja gerade gegen den anderen. Ja, hier wird nämlich werden Dinge getan. Oh. Servus. I guess. Guten Tag. Wie geht's Ihnen denn so? Herr Brigand Raider, würden Sie so die Güte haben? Das ist ein Mercenary, das ist ein Brigand Raider. Das ist aber nicht meine Gegner, oder? Die muss ich nicht angreifen, hoffe ich mal. Also wir wollen ja hier die Raider mit Platten. Ich habe übel viele Zweihandsachen, by the way. Du war das mal. Hey! Wird ja einfach rumgeworfen, ich glaube, es hackt. Ich habe auch übel schwere Rüstung. By the way. Schade. Schade. Okay, ist ja übelstes Geprügel am Start. Die nerven die einfach tot. Okay, finde ich spannend, finde ich spannend. Hier geblieben. Sie saubrotzen sie. Moment, der hat eine 2er Range, ne? Der kann einfach runtergehen und mich hitten. Schlecht. Vielleicht nicht gut nachgedacht.
Sacred, yes. 70 Damage. Und Body immer noch 12 Damage. Da sehe ich dich, genau so. So will ich das sehen. Wenn der da runter geht und mich und hierhin hätte, dann gehen wir ran. Nächste Runde. Was ist denn der Plan? Wir sind doch alle zusammen, oder? Wir sind hier nicht gegeneinander. 29, 30. Ja, das ist irgendwie schwierig. Oh, hallo. Kannst du ja sehen. Ja, ist hier nicht das Gegner. Okay, perfekt. Peaks. Peaks. Ich hoffe, Rotfeder wird nicht einfach gewone-hitted. Das könnte natürlich passieren, theoretisch. Könnte theoretisch einfach sein. Deswegen stunnen wir dich mal lieber. Und jetzt hauen wir dich kaputt. Sehr gut. Er hat übrigens nicht zugehauen, aber wir können trotzdem daran moven. Moment, um den Baum. Ach, damit ich wohl den Kill klauen. Okay, dann gehst du mal wieder zurück. Du gehst einen Schritt ran, dass wir hier pieksen können. Pieks, pieks. Du darfst noch, ne? Ah, jetzt rennt er. Renn, mein Kleiner, renn. So, wir wollen an dich ran. Und pieksen. Du kannst einfach hier hingehen. Shoot! Nice, es macht so viel Damage. Der Crossbow war ein guter Kauf. War ein guter Kauf. Muss ich einfach mal sagen. Gefällt mir. Okay, der rennt auch. Ist das Schwert oder? Slap, slap, slap. Einfach ohne Helm auch. Helme, wer braucht Helme? Ich mach's einfach so platt. Ja. Fix. Immer noch ein bisschen Loot. Wir kriegen noch ein Helmchen und eine Helle und Hookblade. Nice. Hookblade ist gar nicht so wertlos. Finde ich gut. So, sortieren. Ja, dann können wir das halt das auch reparieren. Das brauchen wir nicht reparieren. So, ich will eigentlich nach Himmelsdorf laufen, aber macht das jetzt schon unten rum? Ja, wahrscheinlich hier rum, ne? Ist wahrscheinlich schneller als einfach über die Berge, weil wir da fünf Tage brauchen, um die Berge zu rennen. Und es gab einfach ein bisschen Free-XP. Weiß gar nicht, wie sind wir denn jetzt gerade mit unseren... Oh, hier, unsere neuen Dudes haben wir sogar schon Level up. Ha! Yes, please. Puh. Was wollte ich mit dir machen? Einfach nur reingetankt, oder? 4er HP-Roll ist schon mal richtig geil. 3er Range-Defense-Roll noch, damit er einfach nicht so getroffen wird und so. Immer ranlaufen? Ja doch, da sehe ich uns schon. So, Perk. Ja, eigentlich immer Kolossus. Du wirst, HP ist einfach so wichtig. Und Xan ist auch Level 6. Nur ein 2er Roll. Och, nö. Nimm mal Resolve mit. Das sind ja alles nur Shit Rolls. Och Mann. Wir wollen mehr hitten. So, du bist unser Schwertmeister so ein bisschen, ne? Sword Mastery. Ja, du wirst nicht wahnsinnig gut werden, der wirst beim Schwert bleiben. Repose no longer has penalty to hit chance. Gash? Was ist denn Gash? Slash? Gash lowers threshold to inflict injuries. Das ist wahrscheinlich. Moment, immer dann. Haben wir das denn? Wir hatten das zwischendurch, habe ich inzwischen verkauft, oder? Übrigens haben wir hier einen besseren Speer. Warum nehmen wir denn nicht den? Doch nee, hier damit. Cleave. Decapitate. Cleave hat Fun Fact keinen. Nee, und dann. Das ist wahrscheinlich das Zweihandschwert, was dann einen Bonus kriegt.
Low threat to inflict injuries. Split and swing no longer have penalty to hit chance and gain chance to hit chance. Ja, aber ich glaube, es wird einfach unser Schild. Schildschwertmeister. Wollte ich sagen. Du hast kein Level gekriegt. Aber Felix hat einfach viel mehr XP gekriegt. What? Er hat wahrscheinlich noch ein paar Kills gemacht. Hat sich irgendwo einen Kill gesnackt in dem Kampf gerade, glaube ich. Ist so mein Gefühl. Nach Rotburg, das ist also. Nee. So, wie sieht's hier aus? Okay, ihr wollt kein Holz haben. Ihr habt Wein billig anzubieten. Relativ billig zumindest. Und wir gönnen den Leuten mal einen Wein. Wir gönnen mal einen Wein. Dich brauchen wir eigentlich nicht. Bei 15 kann man auch schon mal verkaufen. Ja. Sonst ist hier, glaube ich, nichts Spannendes dabei. Ein Gambler. Gambler sind, glaube ich, keine Ahnung, ob da irgendwas Besonderes dabei ist, ob die irgendwas Geiles kriegen können. Die Basis-Stats sehen schon nicht so geil aus. Also, er hat fast die gleichen Stats wie ein Apprentice, aber ein Apprentice levelt. Ach nee, der Apprentice levelt einfach 10% schneller, deswegen hat Felix mehr XP gekriegt. Deswegen hat Felix mehr XP gekriegt. Haben wir noch einen Fletcher einfach drin. Kostet auch 4000, also. Ja, wir brauchen Fettgold. Deswegen bringen wir gerade das Holz hoffentlich dahin, wo es noch einen Rebuilding-Effort gibt. Hier unten. Salzmine ist wieder da. Scheiße. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu langsam gewesen. Ja, könnte ein Problem werden, weil dann haben wir irgendwie 600 Gold einfach in unserer Tasche rumliegen. Und keiner will das haben. Ja, Rebuilding Effort ist halt nicht mehr. Was denn hier? Was? Warehouse burnt down. Buying items for 5% more. Buying items for 10% more. Ember Trade Routes. 290. Keine Ahnung, zu Sandwick about a day to the west. Okay, können wir uns noch überlegen. Das war das. Achso. Andern Forest. Das wäre schon geil, ne? Ich würde mal kurz auf Tag warten hier. Frau Gelbstadt. Oh? Was haben wir jetzt gepost? Das war. Achso, das war der Tagbeginn-Post. Hab ich schon ein paar Mal realisiert. So. 273. Ich würde zumindest noch Plus machen damit. Und die haben unten keine Ruinen mehr. Also gehe ich mal davon aus, dass sie es auch nicht mehr brauchen, so wirklich. 22! Yo! Ihr nehmt mein Shit, den ich nicht mehr brauche. Nehmt es! Bitteschön! Nehmt den ganzen Kram und Krempel. Axt benutze ich jetzt gar nicht, obwohl die halt sau effektiv gegen Schilde ist, tatsächlich. Gegen Armor ist. Und gar nicht so wenig Damage macht. Haben wir jemanden, der richtig gut... Wir hatten doch ein paar Leute hier. Oh, da hast du uns kein Schild mehr. Hä? Ups. Geben wir dir erstmal ein neues Schild. Ja doch, hier. Sono ist... Aber der ist unser Stunner. Deswegen da nicht. Aber 65... Aber dafür ist er halt schon Level 5. Nee. Wir können sich einfach den Scheiß hier auch verkaufen. Acidic Saliva und sowas. Davon haben wir jetzt echt genug hier von dem Zeug. Das können wir auf jeden Fall noch verkaufen. Boah, aber bei euch ist halt alles arschteuer. Also. Eine halb kaputten, was 300 wert ist, für 600 verkaufen. Ey, ihr habt doch einen Arsch offen. Ja, dich brauchen wir auch nicht. Wenn, dann nehmen wir eh das Hookblade. Weil das, glaube ich, ein geilere Hit-Chances hat. So. Tempel. Pierced Arm Muscle. In 1 to 2 days. Was macht eigentlich Pierced Arm Muscle? Ah, Minus Skill. Minus Skill ist. What? Der Armor hat ja gar nichts zu verkaufen. Was geht denn hier ab, Leute? Was ist bei euch passiert? Achso, ja, Warehouse burnt down, ne?
50% less items for sale. Ja. Hier sind noch die gleichen Leute. Ja. Ich glaube, wir gehen mal nach Sandwick. Das war doch hier der, ne? Let's go. Wir gehen einfach mal nach Sandwick. Wir haben jetzt, glaube ich, keine Trading Goods mehr. Ne, wir brauchen... Irgendwo müssen wir neue Trading Goods besorgen. Für unsere Ambition. Aber wir sind langsam an dem Punkt, wo wir so viel Kohle haben, dass wir einen hier einsetzen können. Durch den Scout. Prevent Sickness and Accidents due to Terrain. Makes Common Travel 50% faster on any terrain. Was ziemlich nice ist, um irgendwo wegzukommen, zum Beispiel. Also würde ich fast sagen, es ist... Das brauchen wir. Allow rounds of contract negotiations with potential employers and without any hit to relations. Allow for more rounds of contract negotiations. Makes good relations with any faction decays slower and bad relations recover faster. Increase the amount of ammunition you can carry by 100, increase the amount of medical supplies. Scavenger finde ich eigentlich auch ganz geil. Weil Ammo und Tools and Supplies. The Searcher makes every man without a permanent injury guaranteed to survive an otherwise fatal blow. Makes every injury take one less day to heal. Es ist eigentlich, also, es ist schon alles geile passive Boni, muss ich mal so sagen. Was gibt's denn hier eigentlich? Ist hier was Gutes zu kaufen? Gibt halt Met. Günstig. Ah komm, wir gönnen euch Met. Let's go. Wir gönnen euch eine Runde Met. Okay, die bringen sie uns angreifen. Da haben wir keine Optionen auszuweichen, weil wir ja an der Karawane sind. Oh, ich will das ja eigentlich einnehmen. Aber ich will nicht dahin steppen, falls die hier schon stehen. Also, ja. Ja, die kommen nicht ran. Das ist sehr, sehr gut. Dann kann mein Rangy-Dude... Doch, sie kommen ran, oder? Nee, da ist noch ein Platz dazwischen. Der kommt ran. Hä? Ja, genau. Dann ist nämlich ein Problem. Ja, dann stelle ich jemand anderen da oben drauf. Mein Speer-Dude. Felix. Rotfeder. Irgendwie sowas. Oder ich mache einfach nur den. Du wartest nochmal. Du gehst jetzt hier oben drauf. Und gibst ihm erstmal auf den Kopf. Du darfst nochmal warten, ne? Du bist der, der laufen kann und attacken. Du gehst hier hin, dann attackst du den. Dann könntest du hier hingehen, und den attacken, wenn der hier reingelaufen ist. Oder du gehst einfach hoch. Schade. So. Nee. Das heißt, wir wollen hier einen Step nach unten machen. Wir schießen immer noch da rein. Dann schießen wir auf den. Auf den. Oh, what? Direkt ins Gesicht und ist tot. Okay, cool. Wir haben gerade einfach einen Gegner aus der Mitte rausgesniped. Nein! Du bist ab Vollpfosten, bist du! Ey! Du bist deppert! Oh Mann. Geil, der nächste Dead. Oh, der rennt. Der mit dem Ding aber hat keinen Bock mehr. Guten Tag. Ich bin übrigens schon ein bisschen dabei. Oh, aua. Der, aua. Aber ich hier rausgesteppt bin, das ist ganz schlecht. Das ist eine ganz schlechte Idee. Warte mal kurz ab. Du läufst mal noch ein Stückchen runter. Okay, den haben wir down. Jetzt mal den. Können wir dich wegschieben? Knockback. No! Knockback hat nicht getroffen! Was?
Knockback wird hier nicht ausgewertet. Ob das gehittet hat. Das ist ja gemein. Hallo. Use Bandit? Kann ich das? Ne, kann ich nur auf mich selber machen, ne? Ich muss mal rauspieken. Ja. Schade. Nächste Runde zuerst dran sein. 15. Alter, what? 27. Das ist halt jetzt ein Problem, weil der wird den... nein, der wird Ben killen. Oh no. Aua. Eine Runde überlebt. Arschkeks. Ben wird nicht angegriffen, ja? Merkt ihr das? Ja. Guten Tag. Ich habe ein Problem mit dem ganzen... Ah, gestunt. Arsch. So. Rotfeder ist nicht so gut bis jetzt gelevelt, deswegen lieber Shield worden. Stich sie ab! Dass die immer auf diese blöden Erhöhungen gehen, ey. Ja, danke. Danke, 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 danke. Dass du jetzt da hingegangen bist, hat richtig viel gebracht. Du kannst ja niemanden angreifen, aber der könnte halt. Es ist so eine Katastrophe. Wenn der kann pieksen und raussteppen wieder. So, dann kann der mich da reinsteppen. Ich hoffe, das wird nicht wieder von irgendjemandem eingenommen hier. Kopf ab! Auch eine Variante. Zahn, schneide ihm einfach den Kopf ab. Und Sono verprügelt hier wieder jemanden mit seiner Keule. Sono, Xeli, Level Up. Finde ich gut. Finde ich gut, finde ich gut. Das ist Tier 3 Schwert. Das ist einfach eine straight up Verbesserung vom Shortsword. Ja. Geil. Das habe ich gar nicht gesehen, dass sie das hatten. Nice. Unser Schwertmeister hat ein neues Schwertchen. Ja, Xan. Nee, Xan. Da ist Xan. So. Schwertchen für Xani Boy. Minus 6, minus 4, 30 bis 40 und 20, 75. 35 bis 45. Ist gar nicht so viel besser. Wait a second. 20 bis 70. 20 bis 75, 30 bis 40. Gegen Rüstung ist es nicht besser. Es macht und nur 5 Damage mehr. Das ist irgendwie weird. Das ist irgendwie weird. Hm. 300. 60%. Den Flail würde ich aber gerne verbessern. Hallihallo, Jean. Wunderschönen guten Tag. Jean, dir geht's, glaube ich. Lebst du noch, oder? Nee. Ich fürchte, du lebst. Doch, du lebst noch. Genau, ich habe dich umgebaut. Du bist jetzt einer. Bist in unserem Bannerträger. Weil du so viel Resolve hast. Also was ist ein Resolve eigentlich? Mentale Widerstandskraft oder sowas in der Richtung? Aber das ist voll schwierig zu besetzen. Och nö. Plus 1. Plus 3 ist gut. Soll ich dich zum Nimble Tank machen? Nee. Glaube ich nicht. HP nehme ich. Worauf gehe ich denn bei dir? Steel, Bro. Ja, doch, dann wahrscheinlich schon Nimble, oder? Wenn ich so viel Initiative wie du hast. Und noch ein Sternchen drin. John, wie geht's dir? Wie ist dein Wochenende angelaufen? Hm.
Nee, ich glaube nicht, dass wir ihn zum Nimble Tank machen. Einfach nochmal den Ranged Defense mit, damit er auch nicht mehr so oft gehittet wird für Ranged Sachen. Ranged Sachen sind im Zweifel ganz schön eklig. So, du hast aber echt keinen guten Melee-Skill, zumindest im Vergleich zu den anderen Leuten, die wir so haben. Du bist noch schlechter, aber ja, dafür ist Xedi schon Level 5 und nicht Level 2. Wenn wir ihm jetzt eine Spear Mastery geben. Spear was no longer disabled once upon him managed to overcome it. Instead, Spearwork can still be used and continues to give free attacks on any further opponent attempting to enter the zone of control. Boah, Lauchkäsesuppe, ey. Hätte ich ja schon Bock drauf. Gibst mir was ab? Ich glaube, ich würde ihn beim Spear lassen einfach. Weil Xedi einfach unser Randverteidiger dann sein wird, denke ich. Und ist halt, muss halt regelmäßig Spear warren. So, Sono hat auch ein Level Up. Plus 4 hätte ich gern. Ich glaube, den 4er HP hätte ich auch ganz gerne. Das ist nämlich immer doppelt effektiv, weil wir ja Kolossus schon haben. So. Ja, Underdog ist, glaube ich, ein Pflichtding, damit die Leute, wenn dich Leute umstellen, damit die keinen Attack-Bonus kriegen. Wie du trotzdem weiter gut ausweichen kannst. Bei sau vielen Sachen. Bei Sono halt, wenn er mittendrin steht, selten surrounded wird. Weil er auch schon mitten reingelaufen ist. Ach, dammit. I don't know. Wir nehmen Underdog. Ja, ich muss eigentlich heute auch noch irgendwie einkaufen, aber ich will auch noch ins Kino gehen und so. Das ist irgendwie alles suboptimal. Auch wenn du einen Stern hast, du wirst nie richtig gut werden. Aber die zwei Dreier würde ich gerne nehmen, so für Tank. Und ein Vierer auf das, der kann ja einfach schwerere Sachen tragen. Ja, doch, das sehe ich. Dann hat er nämlich hier minus 8, dann kann er einfach hier die minus 10er kriegen und wir haben immer noch mehr Fatigue. Ja, hier, Rüstung anziehen. Bam. Und natürlich Kolossus, ne? Auch wenn er einen schlechten Roll hat auf HP, aber Kolossus einfach für die mehr HP. Tschö. Haben wir hier halt, ja, ist sogar ein Stufe 3 Flay, das ist der Flay, den wir schon haben, ne? Ja. 25 bis 55. Ah, der kann halt so geil viel Damage machen. So, und Xeli hat halt jetzt Ricky ist halt, wenn wir Pech haben, einfach nur noch jemand, der dabei ist. Mit einer zerstörten Lunge ist halt echt blöd. Ist halt echt blöd mit einer zerstörten Lunge. Können wir nicht anders sagen. Bam, 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 bam. Er hat aber auch, ja, einfach nur Resolve und ein bisschen viel HP. Ja gut, geht's weiter hier im Auftrag. Moment. Oh, Sandweg ist ja da. Das ist Grafenhaven, wo ich eigentlich hin wollte. Upsi. Das war irgendwie nicht der Plan, so weit wegzukommen. Hoppala. No! John, du bist viel zu oft besoffen. Jetzt hat er einen Flail verloren, ey. Jetzt wird hier gewippt. No longer drunkard. John gets disgruntled. So, ja, wir haben ihn jetzt verletzt. Aber du hast schon ein Schild verloren und jetzt hast du nochmal eine Waffe von uns verloren. Das ist mir so egal, dass du jetzt schlechte Laune hast. Aber du hast jetzt zum zweiten Mal Dinge verloren. Ich glaube, es hackt. Ja. Jetzt hast du leider schlechte Laune. Du bist der Bannerlord, ja. Könnte ich so nennen. John Bannerlord.
So, was haben wir hier? Haben wir irgendwelche Leute, die wir haben wollen? Nee, was geht hier ab? Well supplied, disappearing villagers. Wir haben hier einen Hafen. Got a satchel with a scroll attached, but the name written on the paper is not yours. He weighs it carefully, he lumps a coin curving about his fingers, a chink and chank noted, he turns to you. You recognize that name, you shake your head, the man continues. A week ago we sent the famed Sir Baranor off here to go hunt down some foul beasts that have been terrorizing the town, surrounding farmstead for weeks. You know why this satchel has remained in my ownership? You shrug on the... Because he hasn't returned! Alva of Sandwick nods and sets the satchel down. He sits on the edge of his table. Correct, because he has not returned. Now, why do you think that is? I think it's because he's dead. But let's not be so negative. I think it's because the beasts out there require more. I think they require someone like you, Salsword. Would you be willing to help us now that the nobleman has failed? What's worth it to you? 530 plus 130 ist eigentlich ein ganz... Boah, okay. Und dann machen wir das doch. In den Sumpf. Ein Sumpf ist natürlich ekelhaft. Da kämpfe ich nur mit Fäusten. 9 Nachtseherer. Sind das die? Ja, das sind die, die uns... Hier. Können wir aus dem Sumpf rauskommen wenigstens? Ups. Sieht nicht so aus, dass sie aus dem Sumpf rauskommen. Ach, die kommen. Ja, ja, kommt. Ich will nur nicht im Sumpf kämpfen. Weil der geht mir dann hart auf die Eier. So, wenn ich die töte, muss ich deren Leichen mich draufsetzen. Weil die fressen ihre Leichen und werden dann insane stark. So sind es einfach nur Lappen. Aber der da ist schon eine verstärkte Version. Das heißt, eigentlich will ich sie zu mir kommen lassen und mich dann plopp draufsetzen. Es ist eh Nacht. Alles klar, ich treffe es halt trotzdem. Okay. Oh, das ist ein richtig fetter. Also das ist so die Basic-Variante, dann ist das die zweite. Hier, ich kann nicht ranzoomen, das ist die dritte. Ja, der wird richtig reinhauen. Wenn wir Pech haben. Würde ich so vermuten. So, deswegen willst du hier hoch, damit wir dann von hier oben Leute abstechen können. Und wir packen so eine Line davor. Vor unseren Rangy-Dude auch noch. Vielleicht lieber hier hin. So. 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 Komm nicht ran. Wundert mich jetzt. Wir werden da rumstehen und warten. Vielleicht nicht den gleichen nochmal hitten, der stirbt dann im Zweifel. Wäre ja doof. Können wir wieder einen Zug machen? Warten. Jetzt kommt ran. Ihr Knubbels. Knubbels hier. Komm gar nicht ran. Die wollen mir nicht den First Hit geben. Was? Sehen die? Doch, die sehen mich. Die sehen mich. So. Geben wir dir schon mal einen Hit. Ihr wollt hier oben ran. Das ist frech. Ihr rennt eher hier oben rein. Bewegen wir uns mal hier hin. Und müssen mal hier dann die Seite zumachen. Okay, schade.
Weiß nicht, ob das so klug war, jetzt den Step so zu machen. Wäre hier eigentlich eine. Oder der wird hier hochgehen, ne? Ich weiß nicht, ob das so smart war, was ich jetzt hier getan habe. Mit dem Schritt nach vorne. Vor allem, weil ich es nicht treffe. Das ist bittere. Okay, der macht den schon mal. Dass hier keine Engstelle existiert, ist ein bisschen fies. Aha, die Peaks nicht. Ja, ja, Peaks, Peaks. Okay, jetzt werden sie halt alle angreifen. Jetzt habe ich halt meinen Höhenvorteil ein bisschen verspielt, ne? 15, 16, Alter, das ist halt. Das ist halt shit. Peaks. Peaks. Es ist schön, dass sie ihre Runden ein bisschen verschwenden. Ja, jetzt muss ich mich halt hier eigentlich draufstellen. Weil sie fressen sonst ihre Leichen wäre stärker. Das ist schwierig manchmal. Und Sono trifft nichts mehr. Der rollt 190er die ganze Zeit. Was geht denn hier ab? Ja, aber Jean, du triffst noch. Du piekst hier noch rein. Das ist sehr gut. Das ist mal, verbrauche ich 4 AP. Ich muss sie aber hier draufstellen, damit die das nicht fressen können. Und du musst dich eigentlich hier draufstellen. Geht halt nicht anders. Wenn ich hier noch einen Schritt mache, kann ich nicht mehr angreifen gegen den. Ja, jetzt hat er hier aber der oh, wenn der den frisst, haben wir ein Problem, ne? Ja, und der wird. Nee, der frisst nicht. Er ist nur draufgestellt, er wird nächste Runde versuchen zu fressen. Peaks. Motherfucker. Ja, jetzt frisst er direkt. Jetzt ist er mich wieder full heil, full healed. Und eine nächste Stufe. Das ist halt schlecht. What? Es hackt wohl! Der hat gerade mein Dude gefressen! Oh Scheiße, ich muss aggressiver spielen. Das war ja scheiß ernst jetzt, ja? Der hat da übel viel AP! Fieste, devoured Rotfeder. Ja, geil. Und jetzt treffe ich die mit. Jetzt würfe ich übel viele 98er. Nee, ich darf hier nicht rauslaufen. Der rennt eh weg. Eine Attacke verschwendet. Der rennt noch nicht weg, aber der ist fast davor. Kurz davor zu rennen. ...80, 90, jetzt ist aber auch gut langsam. Ey, wow, ja, jetzt haben wir wieder einen getroffen. Greifen alle, zwei Leute greifen den an, ne? Wir können den. Wir müssen eigentlich auf den gehen hier. Der hat Rotfeder gefressen, aber wir müssen, glaube ich, erst die kleinen platt machen, ey. Der attackt halt weiter. Xeli wird weiter attackt hier. Komm schon! Yes, das war ein guter Hit. Da haben wir noch einen Hit gemacht.
der ist noch leider nicht ganz tot. Ist der noch dran? Der ist noch dran. Dann soll ich nicht da rein steppen, weil ich kann eh nicht mehr attacken. Dann soll ich eins weiter steppen. Wieso kann ich nicht hierhin und hierhin steppen? Also weil ich keine Fatigue mehr dafür habe, oder? Doch. Hierhin? Weil ich in Range bin, dann ich Vollidiot. Das war nicht smart. Sehr schön, der will laufen. Jawohl. Das ist sehr gut. Dann ist der dickste raus. Hier oben ist noch ein relativ dicker. Komm schon. Yes. Der rennt auch. Der in der Mitte hier, der fehlt noch. Immer an den Flaggen, immer an den weißen, ne? So, du fehlst, ne? So, sehr gut. Nein, nein, run them down. Ich will meinen Boy wieder haben hier. Weiß nicht, ob ich das kann überhaupt. Okay. Sieht schwierig aus. Kriege ich Rotfeder wieder? Ich kriege Rotfeder wieder. Okay. Puh. Rotfeder zurückgekriegt. Nice. Der kriegt halt fast keine XP dadurch, weil er die ganze Zeit rausgenommen war. Der konnte halt nicht gucken, wie die Leute sterben. Okay, okay, aber wir kriegen den Stuff, den wir wollen. Was ist das denn? Growth Pills. The fast growth of Nachtsehr Tissue sometimes engulfs small particles of debris and turns them into shimmering pills. Can be found within the creature, should fetch a good price. Alles 200 wert. Okay, aber haben wir. 530 Kronen. Nice.